Edwards. Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Durch Morast und Blut. Verdammt! Oh, nein, 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 nein! Nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards! Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus! Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Rose. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Combray. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Ganz ruhig, dieser Zauber kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Alles klar. Das schafft unseren Jungs etwas Platz. Das ist unser Einsatz. Vollgas! So. Also ein bisschen mit dem Panzer rumfahren. Mal gucken, was wir so Tolles veranstalten dürfen damit. Okay, wir müssen rüber zur Windmühle. Siehst du den Panzer, Edwards? Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben. Da hab ich nicht vor. Augen geradeaus. Fahr! Läuft er bis jetzt schön flüssig. Wir haben einen Kollegen, der schon vor uns fährt. Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Vorwärts, damit wir freies Schussfeld auf die Feldgeschütze haben. Je mehr Draht wir wegrollen, desto schneller können unsere Männer vorrücken. Na, ist klar, da rollen wir ein bisschen Draht weg. Motor okay, wir können weiterfahren. Na Leute, macht doch mal ein bisschen was hier. Da können ein paar Leute hier drin sitzen. Wir sind nur Beifahrer und wir müssen durch die Gegend gefahren werden. Da, ein verdammtes Feldgeschütz! Sieh dir das an!
unsere Jungs auf! Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus! Ich bin dabei. Ein MG weniger! Sie liefert ein verdammt guten Kampf! So, Leute, sieht doch gut aus, ne? Von da vorne ist mal einer. So. Die Jungs rücken vor. Unterdrückung, Feuer, aussetzen. Lasst sie nicht zur Ruhe kommen. Fritz ist auf dem Rückzug. Sehr gut. Halten und weiter unter Druck setzen. Der ist aber mutig gewesen, der Junge. Okay, da kommen wir nicht dran. Na komm. In den Orkus geschickt! Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs! Die Jungs, die neben hier mit drin sind, die könnten auch mal ein bisschen Ausschau halten. Feldgeschütz erledigt! Lauf, Jerry, lauf! Bitte lächeln! Wow. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so einfach geht. Erledigt das MG! Treffer! Wir sind sehr langsam. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Es liegt am Schlamm. Na, da muss man hier irgendwie durchkämpfen, Junge. So einfach ist das nicht. Wir müssen uns zu dem zweiten Schützengraben. Stellung halten und Bereich sichern, damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. Das ist gut. Wir zeigen es ihnen, Jungs. Okay, von wo wurde ich getroffen? Wir sorgen dafür, dass unsere Männer diesen Graben kontrollieren, bevor wir weiterfahren. Leider. Wir fahren zu den Ruinen und räumen einen Weg für die Infanterie frei. Den wird man sehen. Okay, weiter geht's. Wir müssen aufpassen wegen den Geschützen. Erwischt! Okay. Vielleicht solltet ihr vorher ein bisschen in Deckung gehen, wenn so ein Panzer mitten auf dem Weg ankommt. Jetzt kommen wir ja gut durch. Ziel zerstört! Jerry ist erledigt! Weltgeschütz los! Haltet diese Stellung und schaltet die restlichen Jerrys aus! Okay, wo haben wir euch denn? Da haben wir noch was. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Fragen zu unserer Ankunft in Combray, Jungs. Okay, wollen wir ganz kurz reparieren? Können wir ja auch machen. So. Ein paar Schrauben wieder festziehen. Dann können wir gleich, glaube ich, ohne Probleme weitermachen. Sturmpanzer! Er kommt näher! Dieser Landkreuzer schießt unsere Jungs in Stöcke! Edward, bring uns hin! Schützen, wir sind die Schwachstellen an! Die Ketten vielleicht ein bisschen kaputt? Hm. Können sie unter Umständen hingehauen haben. Die bösen lassen es
Shit, shit, shit. Nicht gut. Ich komm sofort, kurz reparieren. Warte, ich bin rein. Scheiße. Okay, wir müssen weiter. Schneller, Fahrer! Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot. McManus, reiß dich zusammen. Bring uns zu dem Dorf, Fahrer. Dort sitzt ihre Artillerie. Bin unterwegs. Wenn er nicht so wackeln würde. Da oben. Wie viele müssen wir noch einstecken? Oh, Moment. Falsches Ding. So, jetzt haben wir's. Nein, noch einen. Komm mal hervor. Da versteckt sich dahinter der Vogel. Nachladen. Dankeschön. Okay, wir können weiter. Da haben wir noch eins. Wie viel haben die von den Dingern? Weiterfahren! Geschafft! Okay. Sind wir fertig. Sehr gut, Jungs. Weiter! So, wir reparieren nochmal ganz kurz. Noch ein paar Schrauben nachziehen. Ich weiß nicht genau, was der vorhatte. Was haben Sie vor? Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte damit aufhören? Ich habe gerade frisch lackiert. Das war's! Sie schnurrt wie ein verdammter Nöbel! Wow. Meine Ohren klingeln! Meine auch. Warte, haben wir noch eins. Das macht zwei! Dranbleiben, Jungs! Oh, was haben wir denn da? Hier oben aufräumen, damit unsere Männer einfach durchkommen. Moment, der ist immer noch da. Das war das Letzte! Das Dorf gehört uns! Okay, erobert Big Willis Hof. Was, das Ding soll ich erledigen?
Oh, ich bin nur auf Nummer sicher. Nicht, dass ihr da nochmal irgendwie einer ransetzt. Da haben wir den Enden. Okay, wir müssen weiter zielen. Da kommen wir so noch nicht dran. Okay, wir kümmern uns langsam um D. Ich will hoffen, dass wir noch genug Munition bei haben. Nicht, sonst gleich irgendwann die Munition zwischendurch losgeht. Das wäre nicht so gut. Okay, ich schläge trotzdem nach da drüben. Alles klar. Entschuldigung. Bereit euch mit dem Fenstergeschütz. Einfach nur die Sachen verstecken. Okay, aufpassen, dass wir nicht hier reinfallen. Was hast du denn vor? Heißt ihnen ein, Jungs. Wir übernehmen diese Stellung. So, wer möchte nochmal was von euch? Kann sich erstmal gerne melden. Jetzt mal Feuer abhauen sollen. Hm? Guck dir näher. Da steht jetzt erstmal mitten auf dem Feld. What? Bin ich nicht getroffen? Hm, machen wir gleich nochmal. Mal aufpassen, dass wir nicht hier irgendwo reinfallen. So, machen wir jetzt mal den Bunker auf. Ich bin dabei. Wir müssen aufpassen, dass noch irgendwo geschützt. Ja, du kommst du näher. Wo der sich den Versteck gehabt? In dem Bunker noch? Okay, mach ich ihn ganz kurz. Schrauben nachziehen. Na komm. Okay, wir müssen da vorne gleich aufräumen. So, weiter geht's. Hey, Kollege. Na komm, lad mal nach. What? Oh ja, auf genau fahr so. Oh, Moment, was ist denn da? Guter Schuss! Wow. Was soll das? Oh, Munitionslager. Wo kommt ihr näher? Oder von Aktion? Okay, weiter geht's. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also. Natürlich ist Krieg richtig scheiße, aber. Es ist ja nur zum Glück ein Computerspiel, obwohl es auf dem Ersten Weltkrieg basiert. Bringen jetzt hier zum Glück keine echten Menschen um.
sondern das sind reine Pixel. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Günther ist Geschichte! Noch mehr scheiß Schlamm! Schub erhöhen und durch! Bring uns aus diesem Schlamm raus! Bin dabei. So. Okay, wir dürfen uns hier bloß nicht festfahren, ey. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier Scheiße! Weg. Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treib sie zurück, Jungs! Lass das in Ruhe! Keine Zugkraft, Sir! Sie bewegt sich nicht! Kurzhalt! Kurzhalt! Richard! Sir! Die Taube! Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Edward, hinter dir! Mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Bring die Nachricht zum Haku. Okay. Ich glaube, wir sind angekommen. Brieftaube! Neue Befehle! Befehle vom Feldsir. Von Townsend. Feuerbefehl! 3-1-4-2! Das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Kein Fehler!